Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere und heute machen wir das Saisonfinale und beenden diese Saison an dieser Stelle, also zumindest spielerisch. Die Saison beenden wir dann in der nächsten Folge, wo wir dann auch auf andere Ligen, Statistiken, alles darum herum nochmal eingehen werden. Und wir haben rein theoretisch noch die Chance auf die Europa League, rein theoretisch, ich sehe das eher so ein bisschen gespalten. Ich denke mal, wir haben unser Ziel erreicht, in der letzten Folge haben wir den Klassenerhalt geschafft. Nachdem wir gegen Leverkusen 1-1 gespielt haben, dann haben wir 2-1 gegen Gladbach gewonnen, dann haben wir den Klassenerhalt sicher gehabt und zum Abschluss haben wir 1-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Und ja, wir haben zwar rein theoretisch noch die Chance auf die Europa League, aber ich denke, das wird bei den Gegnern, die wir heute haben, dann relativ schwierig, denn wir spielen erstmal gegen die Hertha, dann haben wir die Bayern, die sind Meister und zum Abschluss der Folge geht's gegen Schalke und ja gut, die sind zwar auf Platz 14, aber nur durch die ganzen Umstände im Karrieremodus herum sind die wahrscheinlich da unten, denke ich mal. Zumindest weiß man nicht, was passiert wäre, wenn der Bug nicht da gewesen wäre. Also mit den Aufstellungen und so, dass die erste Mannschaft nicht gespielt hat, dies, das. Auf jeden Fall, ja, haben wir noch rein theoretisch die Chance auf die Europa League. Ob wir das dann irgendwie schaffen werden, werden wir dann in dieser Folge sehen. Aber an sich, denke ich mal, Klassenerhalt geschafft. Das Ziel, was wichtig war, haben wir erreicht. Und wir blicken mal ganz kurz noch auf den DFB-Pokal, weil das ist noch relevant für uns. Denn die Bayern treffen auf Leipzig, bedeutet erstmal das hier, die Bayern gewinnen 3-1 gegen Wolfsburg und Düsseldorf verliert 4-1 gegen Leipzig und macht damit, weil die Leipziger und die Bayern Erster und Zweiter sind, macht es eigentlich den 7. Platz relevant und der bedeutet dann rein theoretisch Europa League, aber wie wir hier sehen, die Hertha mit 49 Punkten, Gladbach mit 49 Punkten, Frankfurt mit 49 Punkten und dann haben wir halt noch Hoffenheim dabei, aber ja, diese Punktemarke müssten wir dann rein theoretisch schon irgendwo knacken, wenn wir dann in der Europa League vertreten sein wollen. Aber ich denke mal, das ist eher unwahrscheinlich. Dafür müssten wir halt einerseits das Spiel gleich gewinnen, andererseits müssten wir halt, glaube ich, die anderen drei Spiele, anderen zwei Spiele natürlich auch noch gewinnen. Wird schwer. Ich denke mal, das ist für uns dann eine Nummer zu groß. Aber man weiß ja bekanntlich nie. Ansonsten haben wir noch den Kampf um die Vizemeisterschaft. Wie schon gesagt, die Bayern sind Meister. Danach wird es dann dahinter ein bisschen spannend zwischen Leipzig und Dortmund. Und natürlich halt der Europa-League-Kampf mit, beziehungsweise um den letzten Champions-League-Platz geht es ja auch noch, weil Hoffenheim ja auch noch dabei ist mit 50 Punkten, hat nur einen Punkt Vorsprung auf Frankfurt, Gladbach, Hertha. Und ja gut, die ganzen anderen Vereine mit 44 Punkten oder so dahinter, die haben rein theoretisch natürlich auch noch die Chance, in die Europa-League zu kommen. Ansonsten gibt es dann noch unten vielleicht noch ein bisschen Spannung, nicht viel, aber eventuell. Union Berlin kann noch in die Relegation. Paderborn ist abgestiegen. Augsburg kann noch den direkten Klassenerhalt schaffen. Und Düsseldorf kann noch in die Relegation. Auch, ich glaube, Schalke könnte da noch reinrutschen, ja. Aber ist nicht so spannend wie in der oberen Tabellenhälfte. Und da kann ich schon mal vorneweg sagen, es wird gegen den FC Schalke 04 im letzten Heimspiel dann nochmal die neuen Heimtrikots geben. Also die werden wir heute nochmal in dieser Folge sehen. Die Auswärtstrikots sind auch schon fertig, aber die werde ich in dieser Folge noch nicht zeigen, sondern erst dann, wenn wir das erste Auswärtsspiel haben in der nächsten Saison. Und beim dritten Trikot bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz schlüssig, wie ich das so machen soll, weil ich finde die Farbenkombi Lila und Neongelb oder was auch immer das für eine Farbe ist, also diese Neonfarbe halt, finde ich halt schrecklich. Aber derzeit ist mir noch ehrlich gesagt keine Idee eingefallen, wie ich irgendwie das Auswärtstrikot machen sollte. Das nur mal so nebenbei. Und solange wir noch die Möglichkeit haben, in Europa League zu spielen, werde ich auch erstmal jetzt nicht irgendwie Experimente machen oder halt anderen Spielern, die vielleicht diese Saison nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, hier mal den Vorzug lassen. Das macht in meinen Augen derzeit noch keinen Sinn. Erst wenn wir hier gegen die Hertha verlieren sollten und wir dann wissen, ja gut, das war's dann, können wir dann mal ein bisschen was wagen, weil es dann im Endeffekt ja eh egal ist eigentlich. Also prinzipiell geht ja eigentlich dann nur noch um das Preisgeld, mehr oder weniger um die Tabellenposition. Deswegen spielen wir mit dieser Elf. Schwolo im Tor, Gulde, Heinz, Lienhardt in der Innenverteidigung. Ich wurde darauf angesprochen, dass ja Heinz Linksfuß ist und Gulde Rechtsfuß, aber irgendwie fand ich das halt so an sich passend, auch wenn es natürlich mehr Sinn machen würde, Heinz jetzt hier links hinzustellen, aber ich lasse es mal so. Ich komme da vielleicht mal später wieder drauf zurück, in der nächsten Saison vielleicht oder so, aber jetzt erstmal möchte ich das so beibehalten. Dann haben wir links Günther, auf der Doppel-6 Haberer und Koch, rechts Salay, auf der 10 Grifo und ganz vorne Nils Petersen und Luca Waldschmidt. Und damit gehen wir dann in die Partie gegen die Hertha und dann mal gucken, was wir dann so rausholen können. Freistoß Hertha, Plattenhardt, ein Mann für die ruhende Bälle auf jeden Fall. Bei der Hertha versucht es direkt, aber Schwolo ist da und hat den Ball. Lecky mit dem Doppelpass zwischen Kalou und ihm. Kalou mit der Chance, Kalou mit dem 1:0. 13. Minute, die Hertha führt im Schwarzwaldstadion durch den alten Mann.
durch Salomon Kalou nach dem Pass von Skjelbred und Eleki kommt der Ball zu Kalou und der hat einfach die Erfahrung, den Ball so reinzumachen. 1-0 Hertha. Grifo weicht über die linke Seite aus, verliert die Kugel an Klünter. Das ist schlecht, was die Freiburger hier machen. Klünter auf dem Weg nach vorne, der Rechtsverteidiger mit der Flanke Richtung zweiter Pfosten. Grujic am Kasten vorbei. Nächste Möglichkeit für die Gäste. Salah jetzt mal vielleicht die Freiburger über die rechte Seite. Salah zieht Richtung Mitte, sucht da nochmal Waldschmidt. Gutes Zuspiel für Grifo, allein vor Jahrstein, der scheitert auf Waldschmidt und da ist Platz für Salah in der Mitte. Petersen, Ball muss flach reinkommen, Ball kommt flach rein und Petersen scheitert an Jahrstein. Über Umwegen kommt der Ball zu Haberer. Und er spielt den Ball nochmal ein weiter für Waldschmidt. In der Mitte ist Höhler, den hat er gesehen. Höhler im Rückraum nochmal. Grifo, Pfosten! Und Ricky kann klären. Beste Möglichkeit der Freiburger. Abrashi mittlerweile drin. Abrashi verliert den Ball im Spielaufbau. Duda. Und jetzt ist es eine Überzahlsituation für die Hertha. Duda mit viel Zeit findet da Lecky. Selke war nicht im Abseits. Die Chance für die Hertha 2-0 zu stellen. Und sie machen's. Kalou Doppelpack. 85. Minute die Entscheidung. Nachdem Abrashi den Ball im Mittelfeld verliert, an der Mittelfeldlinie, geht es dann in einer Überzahlsituation für die Hertha einfach ganz schnell Richtung Freiburger Tor. Duda hat sehr viel Zeit, den Ball auf die rechte Seite zu spielen. Und dann in der Mitte ist dann Kalou komplett frei, muss den Ball nur noch einschieben und das macht er. 2-0 Hertha. Koch, jetzt muss es halt nach vorne gehen. Lienhardt nochmal, aber die Hertha steht da kompakt. Und da ist mal Platz über die linke Seite. Salah, gut gesehen von Abrashi. Salah in den Rückraum für Höhler. Höhler, Anschlusstreffer. Aber vielleicht zu spät. 91. Minute. Abrashi mit einem Superball auf Salah bis zur Grundlinie und dann hat der Ungar die Übersicht, den Ball in den Rückraum zu legen auf Höhler, der mal wieder sein Joker-Tor macht, aber wahrscheinlich zu spät. Und das war's. Freiburg verliert gegen die Hertha mit 2-1 am Ende. Ein bisschen Pech dabei, denn es hätte hier auch gut und gerne 1-1 oder 2-2 ausgehen können. Freiburg mit der Chancenverwertung heute im Pech. Hätte da deutlich mehr draus machen können. Am Ende gewinnen die Herthaner mit 2-1 und damit dürfte der Traum für Freiburg von der Europa League erstmal vorbei sein. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Nach dem Tor in der letzten Minute fehlte nur noch ein Treffer zum Ausgleich. Hätten Sie da gedacht, das Spiel noch drehen zu können? Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Es war ein enges Spiel und wir hätten durchaus ein Remis verdient gehabt, aber unser Tor kam dann leider zu spät, um noch etwas zu reißen. Schweres Spiel, Leute. Hat Ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Nein, natürlich ist es eine enttäuschte Leistung, aber wir haben eine super Truppe, die Jungs unterstützen sich alle gegenseitig, davon werden wir uns auf jeden Fall erholen. Es wird immer schlimmer beim SC Freiburg. Erst das Remis, jetzt die Niederlage. Hätten Sie damit gerechnet? Wir wollen den Sieg, aber jetzt müssen wir eben aus dieser Niederlage lernen. Vielen Dank für diese Aussagen. Und nach dieser knappen Niederlage gegen die Hertha gehen wir dann ins Training rein und dort verbessert sich Itter auf eine 75. Ganz ehrlich, die Niederlage gerade eben, die war ärgerlich, weil wir hätten auf jeden Fall einen Unentschieden verdient gehabt. Ändert nichts dran, wir müssen damit leben und unsere Europa League-Träume, die ganz klein war, sage ich mal, abhaken. Und da für uns die Saison jetzt praktisch gelaufen ist und wir mehr oder weniger nichts mehr wirklich machen können, habe ich mich dazu entschieden, dann vielleicht den einen oder anderen Jugendspieler mit nach oben zu ziehen und wir nehmen erstmal Ronny Zimmermann unter Vertrag. Steckbrief kommt gleich, den haben wir dann in der ersten Mannschaft, wird auch gegen die Bayern und gegen Schalke höchstwahrscheinlich im Kader sein. Generell werde ich jetzt das so machen, dass ich den einen oder anderen Spieler mal eine Chance gebe und ihm ein bisschen Spielzeit gönne. Das schon mal vorneweg. Ansonsten seht ihr jetzt hier nochmal einen Steckbrief über Ronny Zimmermann, wie groß der ist, was er so für Favorites hat, wie auch immer. Ihr seht das schon und dann, ja, so viel dazu. Und das ist dann die Aufstellung für das Spiel gegen den neuen deutschen Meister, gegen die Bayern. Schwolo im Tor, Gulde, Heinz und Lienhardt. Dann auf der rechten Seite Wu, der gegen seinen Ex-Verein von Beginn an ran darf. Dann haben wir Koch und Höfler auf der Doppel-6. Itter hat sich ja im Training verbessert, darf dann auch von Anfang an ran. Haberer auf der 10 und ganz vorne Höhler und Luca Waldschmidt. Natürlich auf der Bank Ronny Zimmermann, der Jugendspieler gerade hochgekommen, der seinen Profivertrag jetzt unterschrieben hat. Der ist auf der Bank vertreten.
Und ansonsten natürlich noch so ein paar weitere Kandidaten, die vielleicht noch so die ein oder andere Minute Spielzeit bekommen werden. Und dann geht es in das letzte Auswärtsspiel dieser Saison gegen die Bayern, gegen den neuen deutschen Meister. Und die beginnen von links nach rechts im Durchgang einzelne roten Trikots gegen die weiß gekleideten Gäste aus Freiburg. Mit dem Pass für Höhler, der legt den direkt weiter für Itzer, der ist dann durch. Gianluca Itzer wird da von Süle zu Fall gebracht und es gibt Elfmeter. 7. Minute. Die Bayern mit der roten Karte für Süle und dem Elfmeter gegen sich. Aber man muss hier klar sagen, er trifft zuerst den Ball. Er spielt den Ball von Itzer weg und dann nimmt er ihn mit. Also der Elfmeter eher fragwürdig. Die Bayern in Unterzahl und Luca Wald spielt jetzt mit der Chance gegen Manuel Neuer Freiburg in Führung zu bringen. Und er macht ihn. 1-0 Freiburg. Nach zwei verschossenen Elfmetern ist er zurück, macht dann endlich mal wieder einen Elfer rein. Aber dieser Elfmeter ist sehr fragwürdig. Süle spielt zuerst den Ball und nimmt dann Itzer mit. Ist für mich eher kein Elfmeter. Fehlentscheidung des Schiedsrichters, sollte Freiburg egal sein, die führen. Beim Rekordmeister. Martinez nochmal über die Mitte mit Tolisso, der findet da Lewandowski, Doppelpass, Tolisso mit dem Abschluss und Schwolo ist dran, verhindert den Ausgleich. Ein Doppelpass reicht, um die Freiburger Intermannschaft dort zu spielen, aber Alexander Schwolo auch schon mit 10 Spielen und einem Gegentor in dieser Saison. Ecke Coutinho von der rechten Seite, der Brasilianer bringt den Ball relativ kurz rein, Wu mit der Abwehr, genau vor die Füße von Martinez. Schlechte Klärungsaktion der Freiburger genau vor die Füße des Spaniers und dann ist sein Schuss noch abgefälscht worden von Koch in der Mitte. Unhaltbar für Schwolo, die Bayern machen den Ausgleich. Haberer und direkt weiter, Waldschmidt für Wu. Wu gegen Alaba. Wu geht einfach mal an der Grätsche vorbei von Alaba, legt den Ball in den Rückraum für Luca Waldschmidt und Neuer ist da. Kann die erneute Führung der Freiburger verhindern. Tolisso gegen Itzer, kommt da nicht durch. Bayern versucht es über die Mitte mit Martinez und Robert Lewandowski. Der legt den Ball nochmal ab und da ist David Alaba. 2-1 für die Bayern. Der neue deutsche Meister dreht die Partie in Unterzahl, weil Robert Lewandowski hier den Ball auf Thiago legt und dann der mit dem sofortigen Zuspiel für den Linksverteidiger, den Österreicher, der dann nicht im Abseits steht, weil die Freiburger da ein bisschen pennen. Und dann ist Schwolo zum zweiten Mal geschlagen und die Bayern in Meistermanier in Unterzahl dreht die Partie. Auf Luca Waldschmidt, Doppelpass mit Wu. Der legt den wieder für Luca Waldschmidt auf und er sieht da Höhler. Höhler gegen Manuel Neuer und der Ball ist drin. 2-2. Und selbst von Beginn an kann er treffen. Lukas Höhler, eher für seine Joker-Tore bekannt, hat aber auch mal von Anfang an gegen die Gladbacher getroffen im DFB-Pokalspiel. Im letzten Jahr wird hier gut bedient von Wu und Luca Waldschmidt und dann überragender Abschluss an Manuel Neuer vorbei zum 2-2 Ausgleich. Tolisso mit dem Zuspiel für Thiago, Martinez nochmal, da ist ein bisschen Platz für Tolisso und Lewandowski mit dem Abschluss, scheitert hier aber an Schwolo im Tor der Freiburger, das ist dann defensiv einfach zu offen, was die Freiburger da machen. Gegen den Rekordmeister mit Luca Waldschmidt. Doppelpass, Haberer und der sieht da Wu, der war nicht im Abseits. Wu, der Ball drin, aber er war doch im Abseits. Knappe Entscheidung, aber sie ist richtig. Mit Luca Waldschmidt, bester Vorlagengeber der Bundesliga, Haberer. Höhler wieder mit Haberer, der weicht an der Grätsche aus. Haberer mit der Chance auf den Führungstreffer scheitert an Manuel Neuer. Und der Gefaulte darf selber schießen. Ronny Zimmermann. Mit dem Freistoß über die Latte. Wäre schon was Besonderes gewesen, wenn er hier sofort den Freistoß da reingemacht hätte. Nach gerade mal 2 Minuten Profi
Luft. Letzte Möglichkeit in dieser Partie. Kimmich mit der Ecke von der linken Seite. Kopfball Richtung Mitte. Martinez, Gulde und Heinz ist dazwischen geklärt. Und das war's. 2-2 zwischen Bayern München und dem SC Freiburg. Die Bayern mit 83-minütiger Unterzahl holen hier immerhin einen Punkt im letzten Heimspiel dieser Saison. Die Freiburg können sich eigentlich auch glücklich schätzen, denn ein Punkt gegen die Bayern ist nicht gerade etwas, was man alltäglich nennen kann. Aber man hätte auch sagen können, die Freiburger hätten hier durchaus auch gewinnen können. Sie hatten die Chancen, aber sie haben sie nicht genutzt. Mal ein neuer Tor, einfach überragend heute. Am Ende 2-2, denke ich, geht in Ordnung. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Hätten Sie zur Pause gedacht, hier heute noch einen Punkt retten zu können? Ich war auch nach dem Rückstand noch zuversichtlich, dass wir eine Niederlage vermeiden können. Wir geben nie auf und das haben wir heute gezeigt. Die Fans hatten sich ein anderes Ergebnis gewünscht, aber dafür war der Gegner einfach zu stark heute. Sind Sie mit dem Resultat zufrieden? Fußball wird auf dem Rasen gespielt. Es war ein enges und ausgeglichenes Spiel und das sieht man am Ergebnis auch. Das zweite Spiel gegen die Bayern ist nicht so gelaufen, wie sie sich das erhofft hatten. Warum war heute nicht mehr drin? Die Mannschaft hat alles gegeben, aber es hat heute einfach nicht für den Sieg gereicht. Danke für das Gespräch. Und nach dem Spiel gegen die Bayern kommt Kwon auf uns zu und sagt dann folgendes. Ich hatte schon befürchtet, ausgebuddelt zu werden. Die Neuzugänge und die Schlagzeilen in den Medien hatten mich wirklich beunruhigt. Danke, dass das jetzt geklärt ist. Und wir antworten darauf mit, es ist klasse, dass du trotz der Schlagzeilen die Ruhe bewahrt hast und dich durchgekämpft hast. Sehr gut. Ansonsten muss ich zum Bayern-Spiel noch eine Sache sagen. Ich habe mich dazu entschieden, bei den Elfmetern die Anzeige mit anzumachen. Eigentlich finde ich das nicht gerade schön, weil wer hat in der Realität auch so eine Anzeige? Ich meine, finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Aber dadurch, dass EA das so verändert hat, dass es praktisch unmöglich ist, ohne diese Anzeige zu spielen, muss ich die leider anmachen. Ich hoffe, ihr habt da irgendwie Verständnis für. Aber grundsätzlich bin ich eher dagegen, die anzumachen, aber geht halt nicht anders. Und dann ist mal wieder eine gelungene Trainingseinheit passiert, denn Baumgartner, unser Jungspieler, verbessert sich, Kraft, unser Jungspieler, verbessert sich und Wu, der gerade eben das 3-2 auf dem Fuß gehabt hat, aber dann im Abseits stand, der verbessert sich auch. 71 für Wu, 50 für Baumgartner und 62 für Kraft. Das sieht doch alles schon mal gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt sind endlich mal alle Mannschaften auf dem gleichen Spieltag angekommen. Natürlich musste das genau jetzt passieren. Und wir gucken natürlich da mal nochmal genau drüber, weil ich gleich nochmal die ganzen Ergebnisse durchgehen werde, so wie in der Halbzeitpause. Und ihr werdet schon sehen, wie ich das mache. Jedenfalls, die Bayern Meister war vorher schon klar, aber um Platz 2 geht es hier noch. Leipzig und Dortmund jeweils mit 63 Punkten, aber die Tordifferenz spricht ganz klar für Leipzig. Trotzdem, man weiß ja nicht, was passiert. Leipzig spielt gegen Augsburg und der BVB gegen Hoffenheim. Also Leipzig eher mit einem großen Vorteil als der BVB. Ansonsten geht es hier noch um den letzten Champions-League-Platz. Hoffenheim mit 56, die Hertha mit 55 und Gladbach ist da, denke ich, eher raus wegen der Tordifferenz, weil Hoffenheim 22 hat im Plus und Gladbach nur 7. Aber die Hertha kann noch vorbei. Wird auch interessant. Ansonsten geht es noch um Platz 6 und 7. Die letzten zwei Europa-League-Plätze. Gladbach kann natürlich noch 5. werden, so nebenbei. Aber muss auch nach hinten gucken, denn Frankfurt hat die bessere Tordifferenz. Spielt gegen Paderborn, gegen die schon Abgestiegenen. Und Gladbach gegen die Hertha. Wird also schwer. Ansonsten natürlich noch Köln in der Verlosung mit drin. Die könnten nämlich auf Platz 7 landen und trotzdem noch dabei sein durch DFB-Pokal und weil Bayern gegen Leipzig da spielt. Leverkusen hat auch noch eine Minimalchance da reinzukommen. Wir sind da raus. Und dann gucken wir nochmal nach unten. Auf dem Relegationsplatz ist mittlerweile Düsseldorf angekommen. Die haben sich da von Augsburg überholen lassen. Und gegen diesen geht es dann auch eigentlich am letzten Spieltag im Fernduell. Wie schon gerade eben genannt, Augsburg gegen Leipzig. Düsseldorf darf gegen Union Berlin ran und die sind schon abgestiegen. Also Vorteil Düsseldorf in dieser Situation, aber man weiß ja bekanntlich nie. Und dann sind wir auch am letzten Bundesligaspieltag in dieser Saison angekommen. Und gegen den FC Schalke 04 geht es dann mit dieser Aufstellung an den Start. Wir beginnen mit Flecken, Gulde, Heinz und Lienhardt hinten. Dann Wu auf der rechten Seite, der gegen die Bayern eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Koch auf der Doppel-6 neben Kammerbauer. Itte auf der linken Seite beginnt. Haberer auf der 10. Und ganz vorne Ronny Zimmermann neben Luca Waldschmidt. Ronny Zimmermann kriegt sein Startelfdebüt gegen den FC Schalke 04. Und natürlich ebenfalls debütieren heute die neuen Heimtrikots für die nächste Saison. Und dann gehen wir dann doch in die Partie gegen den FC Schalke 04. Ein letztes Mal Bundesliga-Luft in dieser Saison. Letzter Spieltag, Schwarzwaldstadion, der SC Freiburg gegen den FC Schalke 04. Ein Duell zwischen zwei Mannschaften, in der es um nichts mehr geht. Schalke hat den Klassenerhalt geschafft, genauso wie Freiburg. Dies dann aber verpasst, in den letzten zwei Spielen die Chance auf die Europa League zu halten. Und hier sehen wir dann die Aufstellung der Schalke mit Nübel im Tor. Dann haben wir in der Viererkette Kaizen, Nastasic, Sané und Jonjo Kenny.
Serda und Mascherell auf der Doppel-6. Kolopianka, Schöpf und McKennie im offensiveren Mittelfeld und Utt ganz vorne drin, der dafür Tore sorgen soll. Und das wäre die letzte Aufstellung in dieser Saison für beide Mannschaften. Und dann kann es auch in dieses letzte Spiel gehen. Beide Mannschaften bereit. Und da kann der Schiedsrichter eigentlich auch anpfeifen. Und das macht in diesem Moment Freiburg von links nach rechts in Rot und Schwarz gegen die weiß gekleideten Gäste aus Gelsenkirchen. Markut, hohes Zuspiel für McKennie. Der US-Amerikaner versucht es direkt mal, aber das war ein eher nicht so guter Versuch. Mit dem Zuspiel für Yannick Haberer und der zieht einfach mal ab, Latte! Beste Möglichkeit in dieser Partie und die gehört den Gastgebern. Findet da Alessandro Schöpf, Schöpf mit dem Abschluss und Marc Flecken zur Stelle. Die Partie nimmt langsam ein bisschen Fahrt auf. Beide Mannschaften kommen jetzt wirklich zu besseren Abschlusschancen. Und hier verhindert Marc Flecken die Einzelführung der Gäste. Ecke Konopljaka, der Ukrainer mit dem Ball Richtung Mitte, Nastasic, Mascherell, nochmal Schöpf, Nastasic, der versucht es, bleibt an Kocheng, verliert den Ball und der nächste Abschluss der Schalker. Durch den Innenverteidiger wird wieder verhindert durch Marc Flecken. Da bekommt Freiburg den Ball nach dieser Ecke nicht geklärt und der Abschluss von Nastasic, der landet genau auf dem Mann, genau auf Marc Flecken, der da keine Probleme hat. Und das war die erste Halbzeit, 0:0 zwischen Schalke und Freiburg. In einer Partie, wo man sagen kann, beide auf Augenhöhe, aber Schalke mit den etwas besseren Möglichkeiten. Königsblau ist ein Ticken besser. Die Halbzeitergebnisse auf den anderen Plätzen. Dortmund mit einer 1:0-Führung gegen Hoffenheim. Auf der anderen Seite führt Leipzig gegen den FCA mit 1:0. Dadurch wäre Stand jetzt Leipzig auf Platz 2 und Vizemeister. Frankfurt liegt 1:0 gegen Paderborn zurück. Und da muss man jetzt hoffen, dass auf den anderen Plätzen nichts passiert, damit sie dann auch Platz 7 festigen können. Leverkusen 1:1 gegen Mainz. Die Werkself brauchen noch ein Tor für die Europa League. Gladbach liegt zurück gegen die Hertha mit 1:0 und dadurch wäre die Hertha jetzt in der Champions League. Union Berlin mit dem Rückstand zur Pause gegen Düsseldorf mit 1:0. Dadurch wäre Düsseldorf jetzt an Augsburg vorbei und auf Platz 15. Augsburg stand jetzt in der Relegation. 0:0 zwischen Wolfsburg und Bayern und Werder Bremen führt 1:0 gegen den 1. FC Köln. Das ist dann wiederum schlecht für uns an dieser Stelle. Und damit auf in die nächsten und letzten 45 Minuten dieser Bundesliga-Saison. Stellt sein Körper rein, findet dann nochmal McKennie auf der rechten Seite. McKennie, der US-Amerikaner, mit der Flanke Richtung Mitte und da ist Schöpf mit dem Kopfball. Kommt da irgendwie an Heinz vorbei und kann den Ball aufs Tor bringen, aber zu schwach für Marc Flecken mit Grifo. Kammerbauer auf Ronny Zimmermann. Ronny Zimmermann gegen Übel scheitert. Kurz vor Schluss nochmal. Und das war's. 0:0 zwischen Schalke und dem SC Freiburg in einer Partie, die so zu erwarten war. Für beide ging es um nichts mehr. Freiburg am Ende dann nochmal mit der Chance durch Ronny Zimmermann vielleicht auf 1:0 zu stellen. Wäre aber eigentlich nicht verdient gewesen, denn Schalke war ein Ticken besser als der SC Freiburg heute. Hatte auch mehr Chancen, aber sie konnten am Marc Flecken heute nicht vorbeikommen. Und dadurch auf beiden Seiten die 0 und ein Unentschieden. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. In den letzten beiden Spielen ist ihnen gegen Schalke 04 kein entscheidendes Tor gelungen. Haben Sie ein Offensivproblem? Der SC Freiburg hat super Spieler, überhaupt keine Frage. Aber wir müssen einfach beständiger werden. Enges Spiel heute. Wie haben Sie die Leistung insgesamt gesehen? Wir hatten natürlich mit Toren gerechnet, aber heute stand die Abwehr im Vordergrund. Das Ergebnis geht letztendlich in Ordnung. Ich glaube, heute hatte keiner eine Niederlage verdient. War ein torloses Remis Ihr Ziel heute? Wir haben es der Abwehr zu verdanken, dass die 0 steht. Ein 0-0 ist natürlich nie unser Ziel, aber manchmal muss man halt auch so ein Ergebnis mitnehmen. Vielen Dank für dieses Statement. Vielen Dank. Und das war der letzte Spieltag und wir gucken uns das Ganze gleich natürlich nochmal ein bisschen genauer an, aber richtig ins Detail möchte ich natürlich dann erst in der nächsten Folge gehen und dann wären wir auch schon gefühlt beim Ende dieser Folge angekommen. Es gibt dann nochmal Preisgeld zum Abschluss dieser Saison. 54 Millionen Euro kriegen wir für den, ich glaube, 10. Platz. Das müsste man schon gesehen haben, also kann ich da nicht wirklich was spoilern. Deswegen, ja, solide auf jeden Fall. Ich glaube, das ist okay. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben Klassenerhalt geschafft, unser Ziel erreicht. Also mehr wäre schön gewesen, aber reicht halt. Aber bevor wir so richtig auf die Tabelle eingehen,
erstmal die Ergebnisse am letzten Spieltag, das mache ich immer so. Dortmund mit einem 2-0 Erfolg gegen Hoffenheim, Leverkusen unterliegt 2-1 gegen Mainz, Gladbach 1-1 gegen die Hertha, Wolfsburg 0-0 gegen die Bayern, Frankfurt verliert 1-0 gegen Paderborn, Bremen und Köln trennen sich 1-1, ebenso unentschieden Freiburg und Schalke mit einem 0-0, Leipzig gewinnt 1-0 gegen Augsburg und Union Berlin mit einem 1-1 gegen Düsseldorf. Und das bedeutet für die Tabelle folgendes: Die Bayern Meister war vorher schon klar, Leipzig behält die Oberhand gegen den BVB und wird Vizemeister. Auf Platz 4 sehen wir Hoffenheim. Dadurch, dass die Hertha diesen Fehler der Hoffenheimer nicht ausnutzen konnten und selber unentschieden spielen, bleiben die auf Platz 5. Gladbach auf 6, damit noch in der Europa League drin. Köln auf Platz 7. Erkämpft sich da tatsächlich noch den Europa League Platz, wenn das hier auch so umgesetzt worden ist. Gegenüber Frankfurt, die es nicht schaffen, gegen Paderborn, die schon abgestiegen sind, zu gewinnen. Und dadurch die Kölner in ihrer Aufstiegssaison dann noch in der Europa League. Wie gerade eben gesagt, Frankfurt auf 8 dadurch, Leverkusen auf der 9. Und dann kommen wir auf der 10 mit 46 Punkten. Das ist, denke ich, sehr solide. Ein ordentliches Saisongespiel auf jeden Fall. Nur an den Unentschieden müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Das sind viel zu viele. Das ist fast eine ganze Hinrunde oder Rückrunde, eine Halbserie, wie auch immer. Definitiv zu viel. Mal gucken, was wir in der nächsten Saison so machen werden, auf jeden Fall. Aber ansonsten immerhin positiv zu erwähnen, wir haben mehr Siege als Niederlagen. Aber ja gut, Klassenhalt geschafft, Ziel erreicht. Mehr war auch, denke ich, nicht drin. Dann haben wir Bremen hinter uns punktgleich, aber durch die bessere Tordifferenz sind wir halt vor denen. Gleiches gilt dann auch für Wolfsburg. Die hatten alle die Chance, an uns vorbeizuziehen, aber haben es nicht geschafft. Bremen hat sogar noch geführt gegen Köln in der Halbzeitpause mit 1-0, aber konnte dann halt den Sieg nicht über die Zeit retten. Wolfsburg mit einem 0-0 gegen die Bayern ist, denke ich, auch genauso wie wir davor mit einem 2-2 gegen die Bayern auch in Ordnung. Dann haben wir Mainz auf der 13 mit 37 Punkten. Schalke 14. Schlechte Saison, aber Klassenerhalt geschafft, 33 Punkte. Augsburg wird 15. damit in der Relegation. Düsseldorf ganz bitter durch die Tordifferenz am Ende. Und die hatten ja auch noch geführt in der Halbzeitpause, also schmeißen dadurch den sicheren Klassenerhalt weg. Und auf den letzten zwei Plätzen Union Berlin und Paderborn mit 20 und 17 Punkten. Paderborn kam nochmal ran am Ende, aber viel zu spät. Und das ist dann die Tabelle. So, und wie geht es jetzt wie folgt weiter? Wir werden an dieser Stelle jetzt Ende machen für diese Folge. Ich versuche morgen direkt die Saisonabschlussfolge hochzuladen, wo wir dann die ganzen Statistiken durchgehen. Ich werde die Hinrunde, Rückrundentabelle und so parat haben. Dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein. Natürlich habe ich zu oft Unentschieden gespielt. Das ist schon mal eine Sache, die man auf Anhieb sagen kann. Aber so an sich gehen wir ganze Statistiken durch. Andere Ligen natürlich auch. Und gehen dann zum Saisonende rüber. Gucken uns dann die nächsten Saisonziele an für die neue Saison. Und ja, werde dann wahrscheinlich erst aber in der nächsten, beziehungsweise in der ersten Folge der zweiten Saison, werde ich dann über den Kader reden und was wir dann so ungefähr machen werden. So sieht dann der Plan für die folgenden Folgen aus und damit würde ich dann sagen, ich hoffe, euch hat diese Saison gefallen, auch wenn es natürlich noch nicht ganz zu Ende ist, aber schreibt doch mal in die Kommentare, was habt ihr so mit den Freiburgern erwartet? Ist Platz 10 eigentlich okay? Ich denke mal, die meisten werden ja sagen, aber schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und dann mal gucken, was ich da so zu machen werde. Und an sich war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.